Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Yato Kami 9 und wir werden gleich einmal die Warpless-Kategorie von dem Spiel Super Mario Bros. 3 spielen. Ich habe so ein paar Sachen vorbereitet, die ich gerne in diesem Run machen möchte, die auch hoffentlich funktionieren werden. Ich war vor 2 Jahren schon mal hier an der Dokumit 2021. Dort haben wir einen Run von 57 Minuten und 57 Sekunden abgelegt. Den werden wir heute auf jeden Fall schlagen, das ist das Ziel. Ich möchte nicht über die 53 Minuten hinausgehen. Und ja, ich habe hier an meiner Seite Trainee 1995, einer meiner Zuschauer, die sich auch ein bisschen mit dem Speedrun auskennen, der mir hoffentlich gut helfen wird mit dem Kommentieren. Bestimmt. Hi Trainee. Hi Yato, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin professioneller Zuschauer seit 8 Jahren gefühlt. Kein Mario Bros. 3 genau. Speedrunner, aber ich kenne mich aus. Ja, sehr gut, alles klar. Wenn wir loslegen können, dann würden wir jetzt starten. Ich zähle uns runter und dann haust du drauf, oder? Ich drück drauf, jawohl. Moment, ich reset nochmal. 3, 2, 1, go. Ja, Warpless, wie Yato schon gesagt hat, relativ... Wir haben gedrückt, danke. Oh. Ich habe nicht zu fest gedrückt. Ja, Warpless-Kategorie. Wir haben mehrere Kategorien in SMB3. Fängt schon mal gut an. Also Warpless ist quasi alle Levels ohne zu warpen. Es gibt einmal die Any% No Wrong Warp. Es wurde in dem Level 7.1 ein Wrong Warp gefunden, dass wir quasi den Warp manipulieren und zu den Credits kommen. Dann gibt es einmal in 2 Leveln, einmal hier im Schloss in Welt 1 und in Level 3 eine Flöte, mit der wir uns quasi auch in die 8. Welt warpen können. Aber all das werden wir heute nicht sehen, denn wir speedrun die Warpless-Kategorie. Richtig. Ja. Das ist einfach, wie gerade schon gesagt wurde, das Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen, ohne irgendwelche Warps einzusetzen. Und dafür gibt es echt viele verschiedene Routen, muss man sagen. Ja. Einige sind sicher, einige sind nicht sicher. Wir gehen eine sicherere, damit das hier auf jeden Fall schneller als 57 Minuten geht. Ich bin nämlich nicht wirklich zufrieden mit der Zeit, die ich vor 2 Jahren hatte. Aber seitdem hat sich auch einiges geändert. Ja, es ist abgesehen davon, wie alt eigentlich schon das Spiel ist und wie viele Speedrunner es gibt. Es gibt immer wieder neue Routen, weil es irgendwie immer was gibt, was dann schneller gefunden ist. Hier haben wir eine Flöte, wie vorhin bereits erwähnt. Wir werden sie aber nicht sehen, aber dadurch skippen wir am Ende von den Schlössern. Ist eigentlich immer ein Boom-Boom-Fight, ein kleiner Miniboss, den wir 3-mal treffen müssen und bekommen dann einen Orb. Danach werden wir aus dem Level quasi ja geportet. Auf der Overworld wird das Schloss quasi dieses Holzschloss. Hey, der Tunnel. Also was Yato gerade gemacht hat, ist der sogenannte MFP-Tunnel, Mitch Flower Power, glaube ich, einer der bekanntesten im internationalen Raum von Mario Bros. 3. Sinn ist es eigentlich in diesem Speedrun, so schnell wie möglich sogenanntes P-Speed zu bekommen. Ihr seht das unten in der Bar, die Pfeile, und ganz hinten steht P. Und P-Speed ist quasi die schnellste Methode, um durch die Level zu kommen. Und wir versuchen, so schnell wie möglich immer P-Speed zu bekommen und P-Speed zu halten, um nach wie vor durch die Level zu kommen. Genau. Und gleich kommen wir auch schon zum Airship. Die Bosse auf den Airships haben tatsächlich auch verschiedene Angriffsabfolgen, die man eigentlich ganz gut nachvollziehen kann. Und zwar kommt es immer darauf an, wie schnell man von dem letzten Level, was man gespielt hat, zum Castle gelangt, so wie hier. Das war jetzt zum Beispiel nur ein Movement nach rechts. Und dann kommt es auch noch darauf an, wie schnell man auf dem Airship selbst ist. Aber da das Airship ja konstant ein Autoscroller ist, hat man da nicht viel zu befürchten. Es sei denn, so wie in unserem Fall, müssen wir jetzt die Feuerblume holen. Das heißt, ihr seht das ja, wenn man die Feuerblume holt, dass das Game sich ganz kurz aufhängt. Das sind so 0,5 Sekunden ungefähr. Und das kann tatsächlich auch schon die Angriffsabfolge vom Boss ändern. Hier in dem Fall in Welt 1 gibt es aber eigentlich fast nur 2 Angriffsabfolgen. Ich muss mich mal eben hier... leider haben wir es nicht geschafft. Also hier wäre jetzt auch ein Glitch gewesen. Man sieht ja da oben diese Kanone, die rotiert. Hätte ich den Block mit der Feuerblume im selben Frame, wie sich die Kanone rotiert, gehittet, dann hätten wir einen verglitschten Block, wo die Feuerblume auf einmal anfängt zu bouncen vom Block aus. Die sogenannte Bouncy Flower. Genau, das hätte ich gerne gezeigt, aber
Was Yato jetzt gezeigt hat, ist der sogenannte Flower Kill. Ist die schnellste Methode, um die Koopa-Kinder quasi zu besiegen. Basically, Story von dem Spiel ist das Übliche. Die Koopa-Kinder sind ins Pilzkönigreich eingefallen. Wir müssen das Pilzkönigreich retten. Am Ende kriegen wir dann noch einen Plot-Twist, weil Peach auch noch weg ist. Achtung, Spoilers. Und ja, 8 Welten. Wir haben im Übrigen gerade den Throne Jump gesehen. Sind wir nicht drauf eingegangen, als du erzählt hast von dem Airship. Du hast, wenn du reinkommst quasi in das Schloss, ein Frame war es, glaube ich? Zwei. Okay, 2 Frames haben wir die Möglichkeit zu springen in den Throne Room quasi, bevor wir auf das Airship gehen. Und das hat Yato gerade gezeigt. Ja, Welt 2, eigentlich relativ simpel noch. Hier sieht man das ganz gut, wie schnell man durch die Level kommt mit P-Speed. Am Ende von den Leveln, seht ihr ja immer, kriegen wir so Cards. Es gibt 3 verschiedene. Einmal ein Stern, eine Blume und ein Pilz. Sollte man 3 von der gleichen Sorte kriegen, kommt eine Cutscene, die ziemlich lang ist. 15, 20 Sekunden, glaube ich. Nein. Also wenn man 3 Sterne bekommt, das ist, ich glaube, 4 Sekunden extra, die man verliert. Ja. Bei der Feuerblume sind es... Ich glaube nur 1,5 oder sowas. Doch. Also wesentlich weniger. Mehr in Erinnerung. Und 3 Pilze sind auch nur, ich glaube, 1/2 Sekunde oder so. Genau. Also ganz schlimm ist es eigentlich nur, wenn man 3 Sterne kriegt. Wegen weil man 5, dann 5 Ups. Genau. Richtig, genau. So. Genau, was wir im Speedrun versuchen, ist natürlich 3 verschiedene zu bekommen, wie wir gerade auch wieder gesehen haben, um einfach Zeit zu sparen. Das ist quasi der Trostpreis, dass man nicht alle 3 derselben bekommen hat, weil dadurch kriegen wir halt Leben. Wie bereits erwähnt, 3 Sterne sind 5 Leben, 3 Blumen waren, glaube ich, 3 und 3 Pilze 2. Und wenn wir von allen 3 was haben oder halt unterschiedlich, dass wir nicht 3 die gleichen haben, kriegen wir ein Leben als quasi ja, Trostpreis und können direkt raus. Das spart auch Zeit. Hier haben wir unseren ersten Boom Boom Fight gesehen, den wir in Welt 1 geskippt haben. Yato versucht natürlich die ganze Zeit die Flower, bis auf, ich glaube, 1-2 Damage Boosts haben wir, die gewollt sind. Ansonsten Richtig. Versuchen wir die ganze Zeit die Feuerblume zu behalten, weil sie natürlich auch am schnellsten ist. Achtung, die Bosse jetzt zu kommt die Green Rocket, genau. Green Rocket. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Also was Yato jetzt gemacht hat, ist die sogenannte Green Rocket. Wenn wir mit dieser Green Shell zum Ende gehen, normalerweise müssen wir eine von den 2, die da laufen, einmal draufspringen und kicken, damit wir die Röhre frei bekommen, um zum Ende von Level zu kommen. Wenn Yato aber die Shell mitnimmt von vorher und direkt kickt, die ist, glaube ich, auch schneller. Deswegen heißt sie Green Rocket. Und genau. Deswegen konnten wir jetzt so los. Ja, das erste Sand-Level. Ich glaube, viele haben böse Erinnerungen. Oben links in der Ecke unsere böse Sonne. Aber im Speedrun relativ simpel. Solange man Constant Speed hat, kann man eigentlich easy dodgen. Und Fun Fact auch über die Sonne. Die hat tatsächlich nur... Also, die hat... Ich sag mal, die ist in 4 Blöcke eingeteilt. Und die einzige Hitbox, die sie hat, ist tatsächlich oben links. Ja, also wenn man sie unten rechts berührt, kriegt man keinen Schaden. So wie bei Bowser am Ende. Da kommen wir aber dann zu. Der hat ja auch nur unten die Hitbox. Genau, richtig. Genau, aber das werden wir hoffentlich nicht sehen. Ich drück dir die Daumen. Ich will den anders besiegen. Das werdet ihr dann später wir sehen. Wir werden es sehen, genau. Yato hat gerade den Hammer Bro besiegt mit einem Hammer. Viele, die das Spiel kennen, wissen, eigentlich gibt es eine Methode, auch Early Hammer im Speedrun zu nehmen, dass man quasi das Movement von den Hammer Bros auf der Overworld manipuliert, dass der Hammer Bro auf die linke Seite kommt mit dem Hammer, sodass man da unten links auf der Overworld seht, diese kleinen Dirt-Block, sage ich jetzt mal, diesen Block, den man mit dem Hammer zerstören kann. Dann skippt man quasi ja 2 Level plus die das Sand-Level unter anderem. Hat den Nachteil, dass man in Welt 4 dann das Fortress spielen muss. Wir haben jetzt nicht Early Hammer bekommen, das heißt, wir können mit dem Hammer-Block gleich in Welt 4 das Fortress skippen. Die meisten Spieler werden wahrscheinlich in Welt 3 den Hammer benutzt haben, um zu den ganz vielen Minigames und Mushroom Houses zu bekommen. Genau. Mit dem kleinen Paddelboot, was eigentlich ja, bekannt ist, aber das werden wir leider nicht sehen. Ja. Weil wir den Hammer brauchen. Early Hammer ist auch etwas, das ja, extrem selten ist. Also in einem Speedrun bringt es mir nichts oder fast nichts, wenn ich in einem Level extra sterbe, damit der Hammerbruder schneller zu uns rüberkommt. Weil der Stein ist ja unter dem Level 3 von Welt 2
Und der Hammerbruder mit dem Hammer ist ganz rechts von der Map. Das heißt, er braucht echt lange, bis er rüberkommt. Und es gibt halt echt selten nur gute Situationen, wo er in einem Stück komplett nach links geht und wo wir das dann ausnutzen können. Wenn man das aber kriegt, es gibt verschiedene, ich sag mal, Arten von dem Early Hammer. Man kann ihn nach Level 3 kriegen direkt, das würde noch etwas Zeit sparen. Oder vor Level 3. Und hier, oh, jetzt ist er silber geworden. Also ich wollte hier eigentlich einen grünen Block produzieren. Hintergrund hier ist, wenn man den Block außerhalb dem Screen hittet, dann passiert da im Code im Hintergrund irgendwas Komisches mit der Farbpalette. Fragt mich nicht warum. Aber ja, da wird einfach die Farbe des Blockes überschrieben. Ist auch nicht ganz so schwer, man muss nur gucken, dass man den Block schnell genug hittet. Und auch kleiner Funfact am Rande, dass er gerade silber geworden ist, war ein One-Frame-Trick. Der zweite Cooperling auch besiegt und damit, also am Ende von jeder Welt haben wir so ein Airship, das ein Autoscroller ist, haben wir immer so ein bisschen Downtime, sind wie bekanntermaßen immer die schwierigsten Level, wir alle haben unsere Autoscroller-Devs schon gehabt. Ja. Genau, am Ende kämpfen wir dann gegen die Cooperlinge, bekommen dann den Zauberstab wieder und der König ist wieder zurückverwandelt. Wir sehen am Anfang, bevor wir aufs Schiff gehen, dass er, kleiner Funfact, ist immer eine Anekdote zu Mario-Spielen, in was die verwandelt werden. Und genau, der Grund, warum Yato nicht springt, um quasi den Zauberstab zu fangen, wenn er von der Decke fällt, ist, dass es tatsächlich langsamer ist, weil Mario dann, höher im Screen ist und fällt dann, muss dann tiefer fallen, um wieder auf den Boden zu kommen, quasi in den, in den Königssaal. Und dementsprechend ist es schneller zu warten, bis er auf den Boden fällt und dann aufzunehmen. Genau. Was ich hier gerade am Anfang des Levels probiert habe, aus irgendeinem Grund kann das Spiel noch Inputs aufnehmen im allerersten Frame, wo Mario im Level auftaucht. Das heißt, ich hätte gerade am Anfang von diesem Level einfach in der Luft springen können, obwohl gar kein Boden da ist. Welt 3 ist unsere Wasserwelt. Wir haben viele Level, die entweder unter Wasser sind oder über Wasser. Hier hat Yato ist er kurz nach links gelaufen, um zu warten, bis die Plattform auf einer bestimmten Höhe war, um schnell P-Speed zu bekommen und durch das Level zu fliegen. Genau. Weil hier unten haben wir auch Cheep-Cheeps, müssen wir aufpassen. Die einen mögen sie, die einen hassen sie. Wir alle wurden schon mal getroffen von den Cheep-Cheeps. Ja, das Level vor allem, ich bin gerade erstaunt. Oh nein. Echt gut geklappt. Willst du es erklären, was da gerade passiert ist? Runaway Bro. Oh, Runaway Bro, ja. Genau, in Welt 3 brauchen wir beide Hammer Bro, um die Brücke quasi. Ihr habt oben rechts gesehen, bei dem Mushroom House gibt es die Brücken. Und jedes Mal, wenn wir einen aus einem Level rauskommen, egal ob wir gestorben sind oder das Level besiegt haben, ändert sich die Brücke. Also entweder ist sie auf oder zu. Und wir müssen aufgrund des Speedruns dann, jetzt seht ihr gleich, oben rechts, zack, sie ist aufgegangen. Und wir brauchen beide Hammer Bros, weil wir gleich auf der rechten Seite, wenn die Brücke unten ist, die halbe Welt, oh, Door Free. Schade. Genau. Was Yato gerade versucht hat, ist Door Free. In dem Fortress gibt es verschiedene Türen und er hat die Möglichkeit, durch die dritte Tür zu gehen und hat dann wie viele Frames? Ein Frame. Das war auch ein Frame. Ne? Das ist genau dasselbe Prinzip wie im ersten Level von dieser Welt, genau. Wo ich erklärt habe, wie man am Anfang direkt springen kann. Man geht halt durch diese Tür und man hat ein Frame, um noch einen Input zu machen. Genau, und wenn du schaffst, den nach oben Input zu machen, geht Mario quasi in der Luft wieder in dieselbe Tür, genau. In der wir rausgekommen sind quasi, ohne Boden, und wären dann direkt bei Boom Boom gewesen. So mussten wir jetzt den kleinen Walk of Shame quasi gehen. Er kommt nicht zurück. Er kommt nicht zurück. Heck, Ronnie. Das ist genau das, wo ich die letzten Tage die ganze Zeit für gebetet habe, dass es nicht passiert. Weil, genau. Wie gerade schon erklärt wurde, jetzt ist halt die Brücke zu. Das heißt, wir können nicht weitermachen. Wir müssen jetzt erstmal sterben, damit die Brücke sich wieder öffnet. Genau, weil die andere Brücke, die wir jetzt auf dem Screen nicht sehen, hat genau das Gegenteil quasi. So, ja. Die ist nämlich jetzt offen, genau, und oh, Ronnie ist aber ziemlich weit weggelaufen. Genau, und ihr seht das jetzt. Jetzt geht die Brücke gleich zu. Und wenn der Bro nicht weggerannt wäre, hätten wir jetzt unsere Feuerblume noch. Yato kann jetzt die Cloud benutzen und quasi Level 6, 7 unter Schloss skippen. Oh. Und können weiter, genau. Er hätte jetzt nicht sterben brauchen, wenn Ronnie nicht weggerannt wäre.
Und dafür brauchen wir den, ja, die beiden Bros. Damit das nicht passiert. Boss Bass, einer der bekanntesten Bosse. Ja. Kein Problem. Das wird jetzt natürlich wieder Zeit aufbrauchen, ja. Ja. Aber, also ich bin guter Dinge, dass wir die 57 Minuten und 57 Sekunden knacken. Dafür machst du Jesus Clip First Try. Das wäre schön, weil wenn nicht, dann verlieren wir wieder extrem viel Zeit. Der holt's wieder raus. Wie gerade schon erklärt wurde, die Feuerblume ist eigentlich echt wichtig in diesem Spiel für einen Speedrun. Weil wir einfach viele Level damit viel schneller bewältigen können. Genau. An sich auch die ganzen Firekills auf den Airships, die sparen alle 4 Sekunden. Und das mal 7 haben wir schon fast 30 Sekunden gespart. Ja. Genau. Hätte Yato jetzt nicht sterben müssen, hätten wir natürlich die Feuerblume gehabt, da hätten wir den sogenannten H-Jump gesehen. Dann wärst du über, wir haben das H quasi gesehen, dann wärst du da drüber gesprungen. Genau. So, damit Welt 3 auch. Ja, schade, wieder kein Throne Jump. Oh, it's terrible. Genau. Jetzt kommt genau. Tatsächlich auch einer der einfachsten Bosse, um einen Firekill auszuüben. Weil Wendy, die hier kommen wird, einfach die ganze Zeit auf dem Boden bleibt. Sie springt gar nicht. Oder sie braucht sehr lange, um zu springen. Und bis sie ihren ersten Sprung machen kann, haben wir sie schon getötet. Sie weiß gar nicht, was ihr geschieht. Genau. Wir haben keine Zeit, Wendy. Wir machen den Speedrun hier. So, was auch interessant ist, das werde ich auch auf allen Airships, wo es möglich ist, auch ausprobieren. Es gibt einen sogenannten, also man nennt das Offscreen Wand Grab. Es wurde ja gerade erklärt, dass ich nicht extra für den Stab, der von der Luft runterfliegt, nicht extra springe, weil das halt Zeit kostet. Wenn man es aber irgendwie schafft, diesen Stab offscreen zu fangen, dann überspringt man die Cutscene, in der man runterfällt. Und das spart 4 Sekunden. Das geht halt aber leider auch nur in manchen Airships, weil man nämlich einen Walljump dafür machen muss. Und da ist Wendy. Oh. Ja. Jetzt habe ich das nicht so geschafft, wie ich es wollte, aber kein Problem. Und zwar ist das so, jetzt ist hier die Ebene zum Beispiel sehr tief. Wenn ich jetzt einen Walljump von hier aus machen würde, ich muss ganz oben rechts, kann man noch auf der Plattform stehen, offscreen. Und wenn man aber so eine tiefe Plattform wie hier in dem Airship hat, dann schafft man es halt nicht da hoch. Deswegen funktioniert dieser offscreen Wandgrab nur in bestimmten Airships. Es sei denn, man hat die P-Wing, mit der man unendlich fliegen kann. Wenn man das dann richtig timet, dann kann man das auch zum Beispiel hier machen. Aber in so einem Run bringt das herzlich wenig, da wir die P-Wings für andere Level benötigen. Genau. Welt 4. Die Big World. Hier ist alles Seiten vertauscht. Mario ist nicht geschrumpft, sondern die Gegner und die... Ah, super. Schade. Und die Overworld ist... ja, alles vergrößert worden. Was Yato jetzt versucht hat, ist quasi P-Speed zu bekommen. Wir haben eine Möglichkeit, wenn wir das Movement gut genug hinbekommen, dass wir mit P-Speed quasi in den Wasserfall hineinkommen und dann mit P-Speed wieder raus, sodass wir durch das Level schneller durchkommen. Hoffentlich kriegen wir keinen Marathon. Ja, das wäre schön. In Welt 4. Die Sache ist die mit den Hammer Bros auf der Overworld, sie können immer nur an einer Stelle stehen quasi. Und ein Marathon ist quasi, wenn zwei, das Movement ist random, wenn zwei auf demselben Slot stehen wollen auf der Overworld, dann laufen sie immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter, bis es dann irgendwann quasi der Nummerngenerator dann gesagt hat, okay, jetzt ist es ein anderes. Und das nennen wir Marathon, weil wir sitzen einfach dann hier, gucken uns die Overworld an und hören, wie die Hammer Bros über die Overworld laufen. Und ich zähle die Sekunden, die ich verliere. Genau. Und wir zählen die Sekunden. Genau. Jedes Movement von einem Hammer Bro ist eine halbe Sekunde. Ja, also zwei Movements sind eine Sekunde. So zählen wir das immer. Kann man schnell viel Zeit verlieren. Oh ja. In Welt 6 passiert das auch häufig. Mhm. Vielleicht werden wir das sehen. Es ist halt, wenn die nicht so viel, ich sag mal, Platz haben, um diese ganzen, halt um sich nicht zu begegnen gegenseitig, dann kann das ganz und gerne mal passieren, dass sie da ein paar mehr Movements machen.
So, hier sehen wir jetzt, Yato skippt das Fortress, wie bereits erwähnt, mit dem Hammer. Hier haben wir die Möglichkeit, den Lakito oben zu manipulieren. Das hat Yato jetzt geschafft, um auf ihn zu springen, über die Blöcke zu kommen, P-Speed zu sammeln. Und quasi, wir behalten den P-Speed ein bisschen im Wasser, um schneller schwimmen zu können. Hoffentlich wirst du nicht gesniped. Ah, nee. Na, nee, nee. Weit genug weg. Hier kann es passieren, dass man vom Lakito gesniped wird. Und dann, ja, verlieren wir die Feuerblume oder den Pilz. Genau. Was Yato auch immer versucht, was wir sehen, ist, wenn er aus den Röhren kommt, nochmal zu springen, um das Movement, um den P-Speed zu behalten. So, ich versuche das mal alles geduckt hier zu machen in dem Level. Nice. Genau. Was Yato jetzt gemacht hat, vorhin auf der Overworld, bevor wir in das Spiel, in das Level gegangen sind, ist, er hat eine Musikbox benutzt. Was die Musikbox macht, ist, er schläfert die Hammer Bro ein, wie wir gerade gesehen haben. Dadurch haben wir kein Movement und die Hammer Bro bleiben an der Stelle. Plus, wir können quasi über die Hammer Bro laufen und der Fight wird nicht getriggert. Weil normalerweise sonst auf der Overworld, sobald wir quasi auf einem Hammer Bro landen, werden wir instant in das Level gezogen und müssen den Fight machen. Es gibt eine einzige Ausnahme, wenn der Screen sich bewegt, also am Scrollen ist. Bitte nicht. Also wir haben jetzt gehofft, dass der Hammer Bro nicht nach oben kommt, damit Yato direkt zum Schloss kann, aber RNG ist heute nicht gnädig mit uns. Ja. Das Problem ist jetzt vor allem, also in so einem Event ist mir das eigentlich egal, wenn wir noch einen extra Bro kriegen, aber Problem ist halt, wenn ihr im Welt 1 zugehört habt, wie ich die Boss-Patterns erklärt habe, das wird jetzt ganz anders. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Ich muss jetzt darauf hoffen, dass ich meine Feuerblume nicht verliere, weil die im Welt 5 eigentlich recht wichtig ist. Und die Backups jetzt nicht so gut sind. Walk of Shame sonst. Ja. Ja, der Boss auf diesem Airship ist auch dafür bekannt oder wird als Bunny Boy bezeichnet. Oh ja. Weil er sehr viel springt. Ja. Und ich glaube, wir kriegen jetzt gleich eine Angriffsabfolge, wo er vor und zurück und dann wieder nach vorn springt. Das ist ein bisschen schwer, dann auf ihn zu aimen. Und was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, um einen Koopaling auf dem Airship zu besiegen, müssen wir 10 Schüsse auf ihn feuern. Oder dreimal draufspringen. Aber beim Draufspringen gehen sie quasi in ihre Shell zurück, drehen sich ein paar Mal, dann sind sie unverwundbar, dann müssen wir warten, bis sie. Und jetzt suchen wir mal diesen Block hier. Ganz viele Glitches. Ey, wir haben einen halben Block gedupt. Das ist halt auch einfach nur ein Grafikbug, weil wie man sehen kann, ich kann durchspringen. Das hat jetzt keine physische Form. Fun Fact, wir haben eine Meme-Kategorie Poop-Block. In der ich mal der Weltrekordhalter war. Aber dann kam jemand Krasses. Dann kam jemand anders. Dann kam die Feuernation. Genau, was Poop-Block ist es eigentlich? Yato hat es ja jetzt schon mehrfach gezeigt. Durch das Coding wird die Farbe vom Block anders. Und es gibt auf einem Airship die Möglichkeit quasi, wenn wir den Block in der richtigen Zeit treffen, dass der braun wird, quasi Poop-mäßig. Und das ist der Sinn von Poop-Block. Percent. Schade. Okay, das ging jetzt besser aus, als ich dachte. Er war gnädig mit dir. Ja, er ist nur einmal nach vorne gesprungen und hat dann geschossen. Perfekt für den Firekill. Ja, genau. Ja, und das war Welt 4. 50% geschafft. Ja. Aber ab jetzt wird schwieriger. Welt 5. So. Genau. Das erste Level wird jetzt auch sehr interessant. Ich versuche mal P-Speed zu kriegen. Das ist sehr eng, da P-Speed zu bilden. Man muss das echt genau machen. Ihr werdet auch sehen, warum. Also das ist generell so, dass das Movement eigentlich sehr präzise ist und sehr genau und hier einen Turnback und hier ducken um die Hitbox von Mario. Schade. Close, aber ja. Um die Hitbox von Mario quasi zu verkleinern, um P-Speed zu bekommen, nicht getroffen zu werden.
Genau. Denn wenn wir keinen P-Speed haben, sind wir langsamer. Was Zeit kostet. Oh, und ich hoffe, ich krieg auch kein Coinship. Willst du vielleicht erklären, wie das funktioniert? Genau, also Coinship ist folgendermaßen, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Punkten haben, war es, glaube ich, die mit den Münzen zusammenhängen, verwandelt sich ein Hammer Bro auf der Overworld in ein Coinship. Und das Problem von diesem Coinship ist, wir müssen es quasi besiegen, glaube ich sogar, um ihn quasi wegzubekommen. Es ist ein Autoscroll, es ist quasi ein Bonus-Level, dieses Coinship, was ein Airship ist als Scrolling-Level mit ganz, ganz vielen Münzen. Und wenn wir das bekommen, verlieren wir ziemlich viel Zeit im Speedrun. Genau. Und deswegen guckt Yato genau auf seine Punkte unterhalb des P-Speed-Meters und auf seine Münzen, damit das nicht passiert. Zwar ist das folgendermaßen, wenn wir auf die vorletzte Zahl von rechts gucken, jetzt gerade ist sie zum Beispiel eine 9, und das geht dann mit den Coins immer in 11er Schritten. Hätte ich jetzt 99 Coins und die Punktzahl, also die vorletzte Zahl im Score, würde auch 9 bleiben, dann verwandelt sich einer der Hammerbrüder in ein Coinship. Und das geht halt mit jeder anderen Zahl. Also wenn es zum Beispiel eine 1 ist, dann muss ich 11 Coins haben. Ist es eine 2, dann 22 und so weiter. Genau. Viele, die vielleicht das Spiel das erste Mal gespielt haben, haben gedacht, oh, Welt 5 ist aber ziemlich klein, wir haben hier nur ein paar Level, aber... But wait, there's more. Wir sind jetzt quasi in dem Tower, der uns vom Boden in den Himmel holt, in die Skyworld. Genau. Oh nein. Ich wollte eigentlich P-Speed nicht behalten, weil hier ist es ein bisschen schwierig jetzt, wenn ich P-Speed hätte. Ja. Es gibt Situationen, da ist P-Speed nicht angebracht und dann haben wir es. Genau. Und tada, wir sind in der Skyworld. Welt 5 ist doch ein bisschen mehr. Oh. Haben wir noch gut gerettet. Kriegen wir hin. Ja, alles gut. Profi am Werk. So. Jawohl. Ja. Bist du bereit gleich für Jesus Clip? Ja. Also ich werde für einen Trick gehen, also ich werde entweder sterben oder nicht. Wenn ich sterbe, verlieren wir sehr viel Zeit. Wenn nicht, sparen wir 4 Sekunden und ihr könnt einen coolen Clip sehen, den ihr wahrscheinlich noch nie gesehen habt. Für die Fans. Für die Fans. Und das passiert gleich in der zweiten Fortress. Im Schloss, genau. Und den Hammerbruder da hinten, den wollen wir auch eigentlich haben. Ja. Das wäre schön, vielleicht, wenn er jetzt... Und ein Move nur vor. Und genau. Also wir sind jetzt quasi in der Skyworld, aber das Movement von den Hammerbro auf dem Boden, die wir vorhin eingeschläfert haben mit der Musikbox, zählen trotzdem noch. Deswegen haben wir jetzt 4 Movement gehabt, obwohl hier oben nur einer ist. Genau, so. Coming up, Jesus Clip. Es sei denn, der Bro kommt jetzt rüber. Der ist oben links, genau. Also was Jesus Clip ist, wir haben die Möglichkeit, uns in die Wall zu klippen. Schade. Also was Yato versucht hat, Mario kann oben rechts auf dem Pixel stehen. Und wenn Yato sich dann quasi gerade hinstellt, also das Down von Mario nicht mehr duckt, das wollte ich sagen, ist quasi Mario in dem Block und das Spiel ist so kodiert, dass er Mario aus diesen Blöcken herauspusht und wir wären quasi komplett nach rechts gepusht worden, hätten all das hier jetzt geskippt und wären direkt bei Boom Boom gelandet. So haben wir jetzt leider die Sekunden verloren, sind gestorben. Ich habe gestern mal ein paar Testruns gemacht, das hat echt viel Zeit verloren, hätte ich nicht gedacht. Das hat irgendwie... Weil wir müssen ja jetzt auch unsere Power-Ups wiederholen. Ja. Ich glaube, das hat fast 40 Sekunden gedauert. Ja, das verliert viel Zeit dadurch, dass ja auch das Spiel kurz anhält, wie du schon erklärt hast, wenn wir Power-Ups bekommen. So. Wir sind natürlich im Speedrun. Deswegen spielt Yato gleich nicht das Level 9. Denn Level 9 hier ist ein Autoscroller. Und Autoscroller sind, wie bekannt, sehr langsam und sehr lange auch. Boah, das war knapp. Oh ja. Ich dachte nicht, dass ich das noch schaffe. Und dadurch bekommen wir quasi dann, wenn wir im Fortress sind, also im Schloss von Welt 5, skippen wir den Autoscroller. Denn sonst hätten wir 2 Autoscroller in Folge. Einmal das Level und dann auf dem Airship nochmal.
Boah. Kein P-Wing. Die Wolke war echt weit weg. Ja. Ja, das ist halt, es ist schwer auch in diesem Speedrun, wenn man kriegt einen Extra-Bruder, man stirbt irgendwo, man benutzt ein Item woanders, wo man das eigentlich gar nicht benutzt. Dann ist dein Inventar plötzlich komplett durcheinander und dann musst du es, dann solltest du es langsamer angehen. Ja. Weil wenn du so eine P-Wing oder so benutzt, dann, boah. Also die P-Wings sind echt wichtig in diesem... Ja. Wir brauchen auch alle, die wir bekommen. Genau. Und da ist Poop-Block übrigens. Das Poop-Block, genau. GG. Time für Poop-Block. Nein, wir machen es ja schon eher. Genau, wir brauchen alle P-Wings. Wir können quasi, auch wenn die Route relativ fest ist, außer halt die Hammer Bros und RNG, kann man nicht auf Muscle Memory relyen, wenn sowas ist. Sonst hätte Yato gerade, wie er schon erwähnt hat, weil dann auf einmal ein Item mehr im Inventar ist oder wir haben den Hammer Bro eher bekommen als üblich und es ist weiter links oder weiter rechts. Dadurch muss man immer ja, aufpassen. Es passiert schnell mal, dass man einfach Muscle Memory, man macht das Item-Inventar auf, drückt zweimal nach links und hat das falsche Item. Ja. Im schlimmsten Fall ist es ein P-Wing, der uns dann sehr viel Zeit kostet, weil wir alle P-Wings brauchen, um die lange Level zu skippen. Auch wieder nicht. Also was ihr wieder gesehen habt, Yato hat das wieder versucht mit dem Walljump, um quasi offscreen zu kommen. Dann hätten wir die Cutscene jetzt geskippt. Problem halt auch bei diesem Walljump, das habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt. Also man muss, das Spiel ist, die Pixel, die du spielst, sind in 16 Subpixel aufgeteilt. Das erkläre ich gleich auch nochmal, wenn ich auf dem Airship bin, weil ich eine Manipulation für das erste Welt Level in Welt 7 machen muss. Das ist in 16 Subpixel aufgeteilt, von 0 bis 15. Und nur bestimmte Subpixel erlauben es dir auch, diesen Warjump auszuführen. Das heißt, ich muss erstmal Glück haben, dass ich überhaupt den richtigen Pixel habe, um den Warjump auszuführen. Und dann habe ich auch nur noch ein Frame, um diesen Jump überhaupt auszuführen. Oh, was war das gerade? Zum Glück ist das hier passiert, im Hammer Bro Level. Also was wir jetzt gerade auch gesehen haben, Yato ist direkt in die Röhre gegangen in Welt 6, kam dann da oben rechts raus. Dadurch, dass wir einen Hammer haben, was ihr jetzt gerade gesehen habt, als wir in das Schloss gegangen sind, wir haben dadurch Level 1 und 2 geskippt. Denn wir brauchen die Hammer nur, um Level zu skippen. Der Damage Boost ist jetzt intended, damit wir P-Speed bekommen. Oh nein. Zu früh gesprungen. Ja. Ja, das Seitenverhältnis ist alles ein bisschen größer als bei mir zu Hause, deswegen. Muss beim nächsten Mal einfach den Bildschirm mitnehmen. Ja, genau. Den Fernseher. Ja, ja, hier sieht man also auch den Grund, warum wir diesen Damage Boost machen. Das genau. Dauert halt ewig, bis man dann drüben ist. Die Plattform jetzt benutzen, was wir ja jetzt sehen quasi. So hätte Yato jetzt darauf springen können, P-Speed behalten können durch die Tür. Aber dafür sehen wir wahrscheinlich trotzdem den Starkill. Genau, hoffentlich bin ich schnell genug, aber also, das sollte passen, genau. Also Yato versucht jetzt den Stern mit dem Stern den Bumbum zu töten, hat es geschafft. Das passt gerade so von der Zeit. Ja, ein Instant-Kill, weil Mario ja bekanntermaßen mit den Sternen ja unverwundbar wird und alle Gegner instant töten kann. Auch den Miniboss Boom Boom. Als kleines Dankeschön kriegen wir einen verkehrt herum Orb. So als Gimmick. Und können weitermachen. Ja, Welt 6 Ice World. Ziemlich rutschig. Interessantes Movement, wenn man mal ein Turnback macht oder so. Man rutscht noch, muss man auch aufpassen. Ja. Man will stoppen, aber man sieht dann diese klassische ja, Rutsch-Animation, die Yato vorhin auch schon in einem Airship gezeigt hat, aufgrund von dem Autoscrolling. Aber hier ist es durchgehend, auch wenn es nicht Autoscroller ist, da sieht man es auch nochmal. Mario läuft vielleicht nicht sofort los, wenn man... Oh, schade. Also was Yato jetzt versucht hat, dementsprechend, wo Mario auf dem Bildschirm steht, spawnt diese Itemkiste entweder links oder rechts auf der Seite. Und wenn Yato rechts steht und nach links läuft... kann er braucht er nicht warten, bis sie gespawnt hat, sondern kann die direkt ansammeln, wenn sie spawnt. Jetzt war er ein bisschen zu schnell, sodass sie auf der linken, auf der rechten Seite gespawnt ist. Hier haben wir einen kleinen Manchadin-Spawn gesehen. Yato hat jetzt den P-Wing genommen, um schneller zu laufen. Das ist ein kleines Labyrinth, das Level. Wenn man bis zum Ende läuft, kriegt man nur das Blatt oder das Leaf, um den Tanuki-Suit zu bekommen. So quasi als Hint, hey, flieg vielleicht mal ein bisschen höher in diesen Leveln, guck mal. Und da war der Ausgang. Yato war jetzt schnell genug, wenn zu viele Gegner auf dem Screen sind, wird einer davon, und das war in dem Fall dieser Mancha passenderweise,
gedespawnt, sodass wir direkt da landen können, mit dem Tanuki-Suit quasi den Block zerstören können und zum Ende vom Level zu kommen. Ah, oh, okay. Na, don't die. Alles gut, kriegen wir hin. Genau, was ich noch erklären wollte. Man hat gesehen, ich habe jetzt gerade einen Hammerbruder übersprungen. Das liegt daran, dass er nur einen Stern hat. Den will ich nicht haben. Und welcher Hammerbruder welches Item hat, kann man daran erkennen, in welche Richtung der Hammerbruder... Oh, okay. Das ist halt, als Small Mario ist die Hitbox ein bisschen schlechter. Also ich musste später abspringen, damit das funktioniert. Oh, jetzt habe ich den Block nicht mitgenommen. Genau, was man jetzt hier auch gesehen hat, das werden wir... Wieder zu früh. Come on, Yato. Das ist mir vor 2 Jahren, glaube ich, auch passiert. Genau, je nachdem, wo die Hammerbrüder hinschauen, weiß man, welches Item sie haben. Denk nicht zu früh. Wir sind wieder zu früh gesprungen. Du bist klein. Genau, weiß man, welches Item sie haben. Wie Yato bereits erwähnt hat, je nachdem, ob Mario klein ist, groß ist, sich duckt, hat er halt eine andere Hitbox. Und dementsprechend kann man vielleicht Sprünge anders nehmen, weil die Hitbox dann dementsprechend anders ist. Wenn man das halt gewohnt ist, dass man normalerweise groß ist in den Leveln und dann das kleine Movement macht. Mhm. Was Yato jetzt versucht, ist ein Walljump. Jawohl, nice, schön gemacht. Okay. Also mit diesem Walljump kann er quasi das komplette Level skippen. Normalerweise hätten wir in die Röhre gemusst, hätten das Level spielen müssen, wären dann auf der Röhre, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, wieder rausgekommen. Und wären dann am Ende von Level gewesen. Und mit diesem Pixel Perfect, glaube ich sogar, Walljump. Also er hat in manchen Situationen hat man 2 Frames, aber... Aber der ist 1 Frame. Ja, meistens ist es 1 Frame. Er hat quasi 1 Frame Zeit, den Jump-Input zu machen, um von diesem, um von der Wand abzuspielen und abzuspringen und kann damit das Level skippen. Manche benutzen auch einen P-Wing, aber wir brauchen den P-Wing woanders. Genau. Gut. Das war der letzte Boom Boom, denn das Schloss ist auf und Welt 6 ist damit auch fast... Oh, Throne Jump wieder gekriegt. Man kann es so ein bisschen sehen, Mario ist gesprungen. Ja. Fun Fact, wir haben ja vorhin gesagt, es sind 2 Frames, die man Zeit hat, um hier zu springen im Throne Room. Es ist anders, wenn man von einer Fortress kommt. Wenn man von einer Fortress kommt, warum auch immer, hat man nur 1 Frame. Das war jetzt hier der Fall, also haben wir gerade einen Frame-Perfect-Jump gemacht, so gesehen. So, ich habe ja gerade erklärt auch, dass das Spiel in 16 Subpixel aufgeteilt ist. Ich, im ersten Level von Welt 7 wollen wir durchklippen, damit wir das komplette Level überspringen können. Ähnlich wie der Jesus-Clip, den wir gerade gesehen haben. Genau, und es gibt halt eine Manipulation dafür, für dieses Level. Und wir wollen Subpixel 0 haben. Das kann ich daran erkennen, wenn ich ganz langsam mich nach links bewege und Mario sich plötzlich so ein bisschen nach links schiebt, ohne dass er seine Füße bewegt, dann weiß ich, dass er gerade bei... Nee, das wäre 15. Ich muss ihn nach rechts bewegen, sorry. Genau. Und wenn er dann sich so nach rechts bewegt, vielleicht kriege ich das hier hin. Da hat man es gerade gesehen. Genau, er hat sich so ein Stück nach rechts geschoben. Dann weiß ich, dass ich gerade auf Subpixel 0 bin und dann kann ich diesen Clip, wenn ich richtig springe, auf jeden Fall kriegen. Genau. Deswegen werden wir auch gleich sehen, dass Yato gleich so versuchen wird, mit dem Movement den Stab einzusammeln. Ja, ich habe mich nochmal bewegt. Schauen wir mal. Genau, also was Yato jetzt macht, ist quasi ähnlich, was wir versucht haben beim Jesus-Clip. Der einzige Unterschied ist, wir haben hier keine Lava unter den Füßen, das heißt, wir können es immer wieder probieren. Also Yato versucht jetzt wieder gleich auf dem Pixel zu stehen und dadurch, dass Mario dann quasi in der Wand ist, das Spiel aber sagt, Mario darf nicht in der Wand sein, schiebt quasi das Spiel Mario nach rechts aus der Wand raus, quasi zum Ende von Level. Eventuell funktioniert es jetzt trotzdem, weil man hat eine Range von 0 bis 5. Wir werden es sehen. Nee, schade nicht. Genau. Also normalerweise müsste man in die Tür, müsste ein langes, vertikales Level spielen nach oben mit den
durchsichtigen Aufzügen. Später hat man auch einen, den man durchgehend benutzen muss, indem man draufspringt und die Richtung ändert. Und es ist dennoch schneller, auch wenn es jetzt ein paar Versuche kostet. Ich spring zu spät. Das Level zu versuchen. Das war zu früh. Genau. Also ja, du versuchst jetzt da auf dem Block zu stehen und sich quasi in die Wand zu klippen. Na, langsam wird's aber Zeit. Na. Wir probieren es mal anders. Genau. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann es im Stehen machen, man kann es im Ducken machen. Im Ducken ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Man hat aber halt mehr Pixel, wenn man das im Ducken macht. Boah, gerade ist echt schlimm. Also so schlimm ist es nie, muss ich sagen. Komm schon, Yato. You can do it. Es ist worth it auf jeden Fall. Er will nicht. Komm schon. Hey! Woo! Oh Mann. Es wurde aber auch Zeit. Genau, und das ist der Clip. Diesen Clip hätten wir quasi auch in dem Fortress in Welt 5 versucht. Einziger Unterschied, wie gesagt, wir haben Lava unter uns. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, ist es ein Insta-Death. Genau. Hier haben wir halt die Möglichkeit, zum Glück es immer wieder zu versuchen. Genau. Six, 7-2. Schade. Also, was wir jetzt sehen, genau, normalerweise versuchen wir mit P-Speed über diese zwei Röhren zu springen. Da wollte ich nicht runter. Nimm den Walk of Shame. Genau. Also, wie ihr seht, normalerweise, wir haben hier einen riesen Platz zwischen diesen zwei großen Röhren. Und mit P-Speed hätten wir es geschafft über diese Röhren. Dafür hast du den coolen Clip gezeigt. Und wenn wir da runterfallen, können wir von unten quasi diese Notenblöcke zum Erscheinen bringen. Und dann sollen wir quasi eine kleine Rückroute nehmen, um wieder nach oben zu kommen und dann über die Notenblöcke zu kommen. Ist aber in einem Speedrun sehr langsam, deswegen versuchen wir eigentlich komplett drüber zu springen. Aber durch den Clip, durch die Röhre, war es immer noch schneller als die D-Tour zu nehmen, wieder komplett zurück. Genau. Also alles gut. Es gibt hier auch eine Strat, die, wenn man einen Stern benutzt, kann man am Anfang P-Speed bilden. Dann ist das Ganze auch wesentlich leichter, aber ich wollte gerne mal, also Fast 7-2 nennen wir das, zeigen. Habe mich mit einem Sprung aber leider vertan am Ende. Ich hatte den schwierigen Part, habe ich geschafft. Den einfachen habe ich verkackt. Der klassische Speedrun-Experience. Genau. Es ist immer so. Die erste Welt ist doch immer das erste Level, das meiste Level, wo wir resetten. Ja. Genau. Yato skippt jetzt das Wasserlevel 7-4. Dadurch, dass wir jetzt in der Röhre sind, brauchen wir auch keine Angst haben, wenn wir sterben oder so, dass wir wieder zurückgebounced werden. Das erste Fortress in Welt 7. Viele kennen es vielleicht noch, viele hassen es. Ein kleines Labyrinth. Wir müssen hier oben in die Röhre. Wir können zwar immer weitergehen, hinterher gibt es, am Anfang gibt es auch einen, sag mal schnell, wie heißt der? P-Switch. Haben wir jetzt nicht auf den Namen, auf dem P-Switch. Genau. Dass wir quasi nach unten kommen, dann kommen wir zum, zu einem Raum, ähnlich wie bei 7, wie in Welt 6. Oh. Kein Problem. Ist egal. Passt, wir haben genug. Genau, hier funktioniert der Skip nicht mit den Pixeln, um uns wie in 7.1 durchzu... Doch, doch. Doch, der klappt auch? Doch, doch. Aber, wir haben keine Zeit, deswegen ist SMP. Ja, ich habe eine Route, genommen, wo ich eine P-Wing für dieses Level habe, weil da dich durch die Wand zu glitschen ist noch schlimmer als beim ersten Level. Da hab ich keine Lust drauf. Deswegen habe ich eine sichere deswegen, Route genommen. Genau. So, jetzt muss ich hier etwas einsammeln, was man vielleicht nicht so oft sieht. Jetzt machen wir hier eine kleine Detour, um den sogenannten Hammer-Suit einzusammeln. Mario ist jetzt quasi zu einem Hammer-Bro geworden, hat die Möglichkeit, Hammer zu schmeißen, die mehr Schaden machen als die Feuerblumen, als die Feuerblume. Und wenn wir uns ducken, haben wir quasi auch eine Shell auf dem Rücken, so einen kleinen Panzer, dass wir geschützt sind. Und Yato versucht jetzt natürlich, das bis zum Ende zu behalten. Denn damit können wir auch Bowser schneller töten. Und hier sehen wir jetzt vielleicht gleich einen coolen Trick. Nämlich den Offscreen Boom Boom Kill.
Wenn Yato es schafft. Ja. Nice, wunderschön. Also was Yato jetzt gemacht hat, ist, er hat den Hammer geschmissen in dem Moment, in dem er quasi auf diesen Screen gekommen ist. Dadurch hat der Boom Boom Schaden genommen und ist instant getötet worden. Ansonsten hätte Yato ja warten müssen, bis die Cutscene quasi getriggert ist. Es ist ja quasi immer so ein, oh nein, hier ist ein Miniboss, da kommt er aus seiner Shell. Und dann ist er erst quasi verwundbar. Und dadurch, dass wir das schon, den Hammer schon geschmissen haben, bevor wir in dieser Szene waren, haben wir diese komplette Szene geskippt. Und genau, konnten direkt den Orb einsammeln. Ja, jetzt könnt ihr euch zurücklehnen und schlafen. Ja. Es gibt jetzt ganz viele Autoscroller. Ja. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis wieder was Interessantes passiert. Ja, genau. Don't die. Ich versuche auf den Autoscroller mal so ein paar coole Sachen zu machen. Man kann in diesem Spiel auch einfach in der Luft laufen. Ja. Airwalks. Das kann ich auf diesem Airship gleich auch zeigen. Es funktioniert ähnlich wie diesen Block zu duken, was ich in Welt 4 gemacht habe. Mit der Ausnahme, dass ich nicht links stehen bleibe, sondern einfach nach rechts laufe, wenn ich nach oben gepusht werde. Und diese Rocky Ranches, die da aus dem Boden rauskommen, die werden mir dabei helfen. Unsere guten Freunde, die Rocky Ranches. Und zwar der da. Ja, bitte, du wirst es schaffen. Da. Nice. Das war jetzt ein kleiner Airwalk, also wie Yato schon erklärt hat, er konnte jetzt in der Luft laufen, ohne Boden unter den Füßen. So ein paar kleine Show-Offs in den Autoscrollern. Und sonst sitzen wir nur hier und sie werden auch immer länger, wie man merkt. Und ab Welt 7, dem Airship, haben wir jetzt nur noch ein paar Autoscroller vor uns. Ja, es kommen ein paar viele. 1, 2, 3, 4. Und normale Level sitzt auch 4, wenn man Bowser sein Schloss dazu zählt. Genau. Ah, naja. Es gibt die Hände noch, aber die wollen wir nicht haben. Zero Hands. Zero Hands, der Traum. Ist ja gerade die Zeit, 57 Minuten. Wird knapp, aber kriegen wir Hände. Du schaffst das. Wir kriegen Zero Hands. Genau. Wie wir auch hier sehen, manche Bosse haben den Gimmick, manche Koopa-Kids, wenn sie springen, dass sie auf dem Boden, dass der Boden vibriert. Hätte Yato jetzt auf dem Boden gestanden, hätte er kurz quasi einen Stun-Lock gehabt und hätte sich nicht bewegen können. Genau. So, jetzt haben wir quasi alle 7 Koopa-Links besiegt. Jetzt kriegen wir vom König hoffentlich einen Letter von der Prinzessin. Wir kriegen immer... Hey you, how about lending your clothes? Genau, das ist eine andere... Wir haben, je nachdem, was Mario trägt, andere... Das ist nur bei dem Hammersuit. Nur bei dem Hammersuit, so. Ja. Und, oh nein, Bowser hat Peach gekidnappt, als wir hier das Pilzkönigreich gerettet haben. Also sind wir jetzt in Bowsers Land, Welt 8, und versuchen, Peach zu retten. Und fangen erstmal mit 2 gemütlichen Autoscrollern an. Genau. Das Einzige, was es jetzt hier in diesem Autoscroller zu erwähnen gibt, wie man sehen kann, ganz viele Gegner, ne? Ganz viele Kanonenschüsse und so weiter. An einer bestimmten Stelle spawnen einfach viel zu viele und dann fängt es an, sehr krass zu laggen. Genau. Deswegen werden wir versuchen, sowas hier zu machen. Die Gegner schnell besiegen, bevor zu viele gespawnt sind. Dass wir so wenig Lag wie möglich kriegen. Das Spiel kann das dann nicht mehr handeln, dass so viele Gegner auf dem Screen sind und dann wird das Spiel einfach langsamer und das wollen wir nicht. Deswegen ist 1991 hier. Ja. Das Spiel ist älter als wir. Ja. Es ist aber auch einfach ein Klassiker, muss man sagen. Oh ja, auf jeden Fall. War tatsächlich auch einer meiner ersten Speedruns. Any Percent, da gab es den Wong Warp noch gar nicht, wo ich damit mal angefangen habe. Wie lange ist das her? Zu lange. Ja? Ja. Wusste ich gar nicht, dass du das auch gemacht hast. Ewig lange her. Ich glaube, ich habe das dreifache an Zeit gebraucht, als der über mir war. Ich war, glaube ich, letzter in der Rankingliste. Aber hey, irgendwann muss man ja mal anfangen. Ja, klar, auf jeden Fall. Wir haben alle mal angefangen. Ja. Mein erster Run in diesem Spiel hat 1 Stunde und 36 Minuten gedauert. Man sieht immer die Leute mit den coolen Speedruns, denkt man, oh, das will ich auch. Und dann macht man den ersten Speedrun, oh, ich bin aber eine Stunde langsamer als der. Das liegt aber auch einfach daran, wenn man practiced. Das kommt mit der Zeit, irgendwann muss man anfangen. Ja. Man muss sich einen Ruck geben. Das ist genau passend, weil wir auch auf der Dokumi sind mit Cosplays. Irgendwann muss man mal anfangen. So, das erste Airship.
Nee, das ist Das Boot, ja, ist ja fast das gleiche. Genau. Nur im Wasser. Fun Fact, wir schwimmen in Kakao. Nein, natürlich nicht. Also wir könnten im Wasser unten schwimmen. Es ist, auch wenn es auf der Overworld wie, wie Lava aussieht, das Wasser tut uns nicht weh. Wir könnten darin schwimmen, aber es ist langsam und das wollen wir nicht. Genau. Genau. Ansonsten, wir können ja auch gleich einen Airwalk machen. Dauert aber noch ein bisschen. Ja. Wir können sogar zwei machen. Ansonsten kann ich schon mal erklären, gleich mit den Händen, die in dem nächsten Screen sind, während wir hier in dem Autoscroller sind. Wir haben gleich, wenn wir durch die Röhre gegangen sind, ein Teil der Overworld, wo wir drei Level haben. Wir müssen quasi, also oben und unten ist Feuer und dann haben wir drei Level, über die wir quasi gehen müssen. Und es ist random, ob wir... oder wie viele Level wir davon spielen müssen. Wie das passiert ist, wir gehen einfach über die Welt und da haben wir dann Hände, die uns quasi dann in dieses Level ziehen als Gimmick und das nennen wir halt die, ja, die Hands und im besten Fall kriegen wir null davon, das heißt wir skippen drei Level und sparen Zeit, 20 Sekunden, 30 pro Level? Kommt drauf an, also ja, roundabout 20 Sekunden roundabout, pro Hand. Genau. Ja. Manche ein, zwei Sekunden mehr, manche ein, Moment zwei of Truth. Weniger. Ja, das war natürlich, das war schon mal die erste. Genau, also dann haben wir hier so kleine, ja, Mini-Level, die wir besiegen müssen. Verschiedene Themen, alle drei. Hier waren jetzt Hammer Bros. Wir kriegen als Dankeschön am Ende noch ein kleines Item, was uns aber nicht mehr viel bringt, denn wir brauchen eigentlich keine mehr, außer einen Stern. Und, ja, okay, zwei Hände. Also das zweite hat er jetzt geskippt und das dritte hat uns jetzt wieder erwischt. Ist aber okay mit den Cheap Cheeps. Solange man eigentlich durchläuft. Genau. Wunderbar. Genau, und im besten Fall bekommt man halt keine, denn dann sparen wir uns die ganze Zeit. Und genau. So, jetzt sind wir aber beim Airship. Und der ist jetzt aber auch interessanter, der Autoscroller, weil ja, der ist ein bisschen schneller als die anderen. Und wie man sieht, haben wir jetzt nicht so viel Ground. Genau. Der Autoscroller besteht eigentlich, ja, wie wir sehen, nur aus Mini-Airships, wenn wir so wollen. Ich denke mal, das soll die, ja, Luftarmada von Bowser darstellen. Ja, genau. Und deswegen haben wir immer viele, viele kleine Chips. Wir sehen mal so einen Block mit quasi Ware oder so kleinere mit Rocky Ranches. Ist quasi Bowsers Luftarmada und ja, deswegen müssen wir von Schiff zu Schiff springen. Am Ende haben wir natürlich wieder einen kleinen Miniboss, der auf uns wartet. Und dann, da ist er auch schon. Wieder ein Boom-Boom, wer hätte es gedacht? Nice. No. Okay, jetzt kommen wir zum dunklen Part. Zwei Level noch. Drei. Die Fortress muss ich auch noch spielen. Drei, genau. Ich meinte aber die Level, genau. Also Fortress extra. Achso, ja. Dann machen wir das 8-1 und 8-2. Genau. Yato versucht natürlich jetzt wieder so schnell wie möglich P-Speed zu bekommen. Und ihn auch zu behalten. Deswegen sehen wir ihn zwischendurch auch einmal. Ihr habt gesehen, da unter, als er sich geduckt hat, unter dem Bullet Bill Blaster einmal gesprungen, um P-Speed zu behalten. Normalerweise sollen wir in dem Level auf diesen Notenblock springen und dann über den, über, ja, das Loch im Boden auf die Röhre und zum Ende vom Ziel, aber ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, ich bin da schon häufiger mal gestorben, ich denke andere auch, ja, es ist sehr schwierig davon abzuspringen. Genau, hier hätten wir unsere Sonne nochmal gesehen, Yato hat aber mit einem gezielten Hammerwurf unsere Sonne verabschiedet und das war 8-2. Genau, ich habe jetzt hier keinen Turnback am Ende gemacht, weil das das letzte Level ist, welches uns so eine Endlevel-Karte gibt. Genau. Wir haben jetzt, das sind auch die einzigen zwei Level in dem Sinne von Welt 8. Alles andere sind Fortresses oder diese Mini... Ah, ne, stopp. Oder? Doch. Schaff's noch, Conveyor. Nice. Genau. Also Yato hat jetzt versucht, P-Speed zu bekommen. Dadurch können wir jetzt, wir sind jetzt auf einem Timer. Er hat den P-Switch gedrückt. Und was das gemacht hat, ist, wie man sehen kann, da diese Tür wird nur durch den P-Switch aktiviert und durch die Tür müssen wir. Wenn wir jetzt zu langsam gewesen wären, hätten wir nochmal nach unten laufen müssen
Unter uns war ja der Form und auf der linken Seite wäre quasi der Ersatz-P-Switch gewesen, den wir hätten drücken müssen. Hätte den Nachteil gehabt, dass wir länger hätten warten müssen, dass der quasi ausläuft, denn wenn wir einen P-Switch drücken, laufen die Laufbänder nicht, die bleiben stehen. Und wie wir gesehen haben, müssen wir uns ducken, um ja unter den Spikes durchzukommen zum Boom Boom, denn wir wollen natürlich unseren Hammer-Suit behalten, um gleich Bowser auch zu töten mit dem. Normalerweise laufe ich nach rechts, ich weiß nicht, was ich gerade tue. Ich habe mich gerade so ein bisschen zurückgelehnt. Yato ist gemütlich. Wir haben nur noch 2 Level. Ja. Der letzte Autoscroller. Dafür kommt gleich der einfachste Wallcrap ever. Den kann jeder nachmachen. Im Bowser's Schloss. Soll ich es tun? Ja, warum ja. Nicht? Ich probier's mal. Du schaffst es. Nee, ich meinte den mit dem One-Up. Aber den anderen kannst du auch gerne versuchen. Ja, warum nicht? Den ersten. So viel Zeit frisst das nicht, wenn man den nicht kriegt. Mit 2 Sekunden ungefähr. Es gibt mehrere Möglichkeiten, natürlich gleich auch im Bowser Schloss Zeit zu sparen. Kommen wir jetzt aber gleich zu. Jawohl. Und der letzte Boom Boom, zack, nimmt Schaden. Wunderbar. No. Und damit kommt I'll try Gungeon. Genau, Elevator Skip Clip. Genau, was Yato jetzt versucht, ist, normalerweise müssen wir hier mit dem Elevator nach oben fahren, aber schade. Ich probier's nochmal. Machst du nochmal? Hey! Zweiter Versuch. Genau, normalerweise hätten wir mit dem Aufzug nach oben fahren müssen, einmal nach rechts laufen und nach unten fallen. Der einfachste Clip überhaupt hier, man nimmt das One-Up, man duckt sich, springt auf den Block und ja, lässt den Fall nach unten los, kann jeder zu Hause nachprobieren, ist der einfachste Clip überhaupt. Wenn da mal ein Bowser-Schloss ist, dadurch, dass er consistent ist, wir brauchen einfach nur im Ducken da drauf springen. Wir müssen groß sein. Und hier ist Bowser und Firekill, sag ich schon. Tschüss, Bowser! Für die Leute, die es nicht gewusst haben, 4 Hammer gegen Bowser und ist direkt weg. Genau, weil die Hämmer mehr Schaden machen. Und das war eigentlich SMB3. Die Zeit ist gleich. Jetzt kommt nur noch die Siegesverfahren. Hey, wir haben es geschafft. Die Tür geht rechts auf. Machst du? Und Time. Oh. Fester ist mir auch schon passiert. Dankeschön. Ah, fast 2 Minuten schneller, war okay. Passt. Ja, passt. Genau. Aber unsere Princess ist in another castle. Die Prinzessin immer, ne? Ist in einem anderen Schloss. Ja. Gut. Ich hatte vor 2 Jahren in der Dokumi hatte ich noch erwähnt, wir haben so ein bisschen über die Ziele gesprochen. Da wollte ich mal so ein Update geben. Ich war damals auf Platz 22 in dieser Kategorie. Da hatte ich eine Zeit von 51 Minuten und 59 Sekunden. Und da hatte ich erwähnt, dass mein Ziel die Top 10 war. Die Top 10 ist mittlerweile bei 51 Minuten und 2 Sekunden. Und das ist auch meine Zeit. Das habe ich geschafft. Ich bin gerade auf Platz 10. Ich habe mein Ziel erreicht. Möchte aber weitermachen. Ich will noch die Sub 51 knacken. Und dann sind wir auf jeden Fall durch mit dem Game. Dann war es das auch. Hando. Dann haben wir noch. Ja, das will ich auch noch versuchen. Die 1 Stunde 10 Minuten will ich auch noch kriegen. Und genau, dann hatten wir noch darüber gesprochen, welche Games ich noch so speedrun wollte. Weil zu der Zeit habe ich nur dieses eine Game gespeedrunnt. Ich hatte Super Mario 64 erwähnt, das habe ich mittlerweile auch gemacht. Die 16-Sterne-Kategorie habe ich ungefähr 18 Minuten noch was. Wir haben Mega Man 2 gespeedrunnt. Ich habe mich an Super Mario Bros. 2 die USA-Version getastet. Haben wir auch probiert. Ja, und sehr viele Category-Extensions von diesem Game habe ich auch probiert. Und ja, das wäre es eigentlich gewesen. Das war Super Mario Bros. 3, 80% Warpless. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte. Ich hoffe, das war spannend. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das auch mal gerne probieren möchte. Das wäre schön, weil wir sind zurzeit nur 3 deutsche Speedrunner in dieser Community. Man hat auch gerade gesehen, es gab englischsprachige Zuschauer hier von dem Game. Und ja, es wäre cool, wenn ein paar mehr Deutsche da sind. Dankeschön. Fein, ich fange an. Du hast mich überzeugt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen.